Davos Convention in Nürnberg und ich habe mir natürlich gleich mal Unterstützung geholt. Es ist natürlich die Frage, von wem eigentlich? Wen stellt ihr da? Ja, das ist die Blanka und ich bin die Rusan. Wir sind von der mandalorianischen Beskar-Schmiede. Und wieso habt ihr jetzt euch ausgerechnet für dieses Kostüm entschieden? Jedi kann jeder. Jedi kann jeder, klasse Spruch auf jeden Fall. Es ist aber nicht das einzige Kostüm, was wir hier gesehen haben. Es laufen noch unglaublich viele andere kostümierte Menschen rum. Als was bist du denn heute hier? Als Luke Skywalker. Und wie toll findest du den? Sehr toll. Ich bin ein Tuskenräuber. Und wieso ausgerechnet so einer? Weil ich das Kostüm mag. Ich finde es im Film eine ganz, ganz tolle Rolle. Ich bin Anna und trage ein eigenkreiertes Kostüm. Also das komplette Design ist von mir. Ja. Was ist das Besondere und Faszinierende an Star Wars? Alles. Wie toll ist es hier in Nürnberg? Na, 1A würde ich sagen. Alles, was Rang und Namen hat, ist hier. Eine Familie einfach. Wie sehr freuen Sie sich denn schon auf Teil 7, wenn der endlich kommt? Ich krieg Pipi ins Auge, wenn ich dran denke. Bis Teil 7 dann in den Kinos ist, die Wartezeit, ja, die kann man hier eigentlich in Nürnberg sehr gut überbrücken bei der Convention, muss man sagen. Es gibt unglaublich viel zu sehen und bis morgen geht der Spaß auch noch. Wer Lust hat, vorbeizuschauen, Karten gibt sogar noch, Tagestickets an der Kasse erhältlich. Man sollte aber schnell sein, weil die werden bestimmt bald vergriffen sein. Insgesamt rechnen die Veranstalter so mit 3000 Besuchern.